Wir laden Sie zu einer Reise zu einem der zauberhaftesten Plätze in Niederschlesien ein, in den Hirschberger Tal und in eine Stadt, die mit dem Namen Perle von Riesengebirge bezeichnet wird, und zwar nach Hirschberg. Über den Zauber der malerischen Lage der Stadt mit dem Hirsch im Wappen muss man niemanden überzeugen, der zumindest einmal das Stadtpanorama mit dem Riesengebirge im Hintergrund gesehen hat. Die reiche und stürmische Geschichte hat die Stadt erschaffen, die voller Geheimnisse, bunten Schlupfwinkeln und historische Denkmäler ist. Hirschberg liegt im südwestlichen Teil Polens, im Zentrum des malerischen Tals, umgeben vom Isergebirge, Riesengebirge, Landeshuterkamm und Bober-Katzbach-Gebirge. Interessant ist der hier auftretende Unterschied der Überhöhung. Der höchste Punkt von Hirschberg, das sind die Mannsteine und Mädelsteine, die sich auf der Höhe von 1416 Meter über dem Meeresspiegel befinden. Und der niedrigste Punkt, das ist die Sattlerschlucht mit der Höhe von 311 Meter über dem Meeresspiegel. Durch Hirschberg führen Wege nach Wien, Berlin und Prag. Und von hier aus ist es näher zu allen diesen Städten als nach Warschau. Hirschberg, eine Stadt mit 900 Jahren Geschichte, zieht Touristen nicht nur mit ihrer malerischen Berglage an, aber auch mit sehr vielfältigen Geschichte. Und diese Geschichte ist das Ergebnis der Ansiedlung auf diesem Gebiet von drei Kulturen, der polnischen, deutschen und böhmischen. Die Stadt verbindet harmonisch die Eigenschaften einer historischen Altstadt, eines bekannten Kurortes und einer wunderschönen Urlaubsregion, und von hier aus führen alle Wege ins Gebirge. Wenn man durch die Stadt Hirschberg spazieren geht, begegnet man an jeder Ecke Objekten, die auf die Liste der Denkmäler des Institutes für Nationales Erbe eingetragen sind. Auf diese Weise wurden in der Stadt fast 350 Plätze hervorgehoben. Liebhaber der Geschichte finden hier zahlreiche Denkmäler der Baukunst, und zwar von mittelalterlichen Schlössern und Festungen, der Barock- und Renaissance-Palästen bis hin zu prächtigen Häusern aus dem Jugendstil. Besondere Aufmerksamkeit sollte dem Marktplatz geschenkt werden, der mit Häusern mit Regendächern umgeben ist und zu den schönsten in Niederschlesien gehört. Ebenfalls sehenswert ist der klassizistische Rathaus mit einem in vergangenen Jahren aufgedeckten Brunnen aus dem Mittelalter. Dieses Bild wird ergänzt durch prächtige sakrale Denkmäler, darin auch eine der sogenannten Gnadenkirchen in Niederschlesien mit einem prächtigen Orgelprospekt mit außergewöhnlichem Klang und die kleine Basilika der heiligen Erasmus und Pankratius mit einem monumentalen Altar aus dem 18. Jahrhundert. Sehenswert sind auch die Denkmaltürme, Kaiserturm, Schlossturm und die Turmbastei, die an die mittelalterliche Geschichte der Stadt erinnern. Jedes Jahr kann sich eine große Anzahl an Touristen von der Außergewöhnlichkeit dieser Plätze überzeugen. Jeder, der begierig ist, unvergessliche Landschaften und faszinierende Legenden kennenzulernen, wird durch die Wanderwege zu den Ruinen des mittelalterlichen Schlosses Künast geführt, dessen majestätische Gestalt man fast von jedem Punkt der Stadt wahrnehmen kann. Dieser Platz verbirgt viele Geheimnisse und ist Thema von vielen Legenden, darunter die bekannteste Geschichte von der wunderschönen Prinzessin Kunigunde. Eine ungewöhnlich schöne Tochter des Kastellans am Schloss hat versprochen, ihre Hand dem Waggehals zu vergeben, der die Mauer des Schlosses Künast bereitet. Viele Ritter kamen ums Leben auf den Steinen des Hühlentales. Als es endlich einem Ritter gelungen ist, die Aufgabe zu bewältigen und Kunigunde ihn ins Herz geschlossen hatte, hatte diese es abgelehnt, die grausame Prinzessin zu heiraten. Vor Verzweiflung stürzte sich die Prinzessin von der Mauer von Künast. Man sagt, dass man bis heute bei Vollmond ihre Schritte hören kann, wie sie um das Schloss herum spaziert und nach dem Geliebten weint. Diejenigen, die Ruhe und wunderschönes Panorama von Riesengebirge bevorzugen, führen die Wege nach Agnetendorf, wo sich das Museum des Nobelpreisträgers Gerhard Hauptmann befindet. Eben hier hat Gerhard Hauptmann gelebt und geschaffen, wobei er mehrmals in seinem Schaffen die Schönheit dieser Region verherrlicht hat. Die Villa Wiesenstein, errichtet in den Jahren 1900-1901, war fast ein halbes Jahrhundert lang sowohl ein Zufluchtsort für Schriftsteller als auch das Zentrum des Kulturlebens für viele Schöpfer, Schriftsteller, intellektuelle Künstler aus dem Riesengebirge und aus Berlin, sowie auch ein Platz, der für wertvolle Kunststücke berühmt war.
Riesengebirge, das ist ein Platz, an dem man viele seltene und wertvolle Tiere und Pflanzen in natürlichen Bedingungen begegnen kann. Eben für ihren Schutz wurde der Nationalpark Riesengebirge gegründet, sowie auch das bilaterale Biosphärenreservat Riesengebirge, das auf der Liste von UNESCO eingeschrieben ist und das dem Naturschutz im Riesengebirge sowohl auf der polnischen als auch auf der tschechischen Seite der Grenze dienen soll. Wenn man Riesengebirge besucht, muss man unbedingt auch den Kurort Bad Warnbrunn besichtigen. Dieser Kurort gehört zu den ältesten und beliebtesten Kurorten in Polen. Er verdankt seine Popularität dem Heilthermalwasser, dessen Wärme die Temperatur von 90 Grad Celsius erreicht. Diese Quellen dienen seit Jahrhunderten zahlreichen Kurgästen mit ihrer wohltuenden Wirkung und sie finden bei Therapie von vielen Erkrankungen Anwendung. Der Kurort Bad Warnbrunn, gelegen am Fuß von Riesengebirge, verzaubert mit seiner Schönheit und besonderem Mikroklima. Der Zentralpunkt von Bad Warnbrunn, das ist der Piastenplatz mit dem Schloss der Familie Schafgott, einem von vielen Denkmälern, die eben dank dieser deutschen Adelsfamilie errichtet worden sind. Wenn man weiter entlang der Bad Warnbrunn-Strecke geht, gelangt man zum Kurpark, der im Stil aus dem 19. Jahrhundert restauriert worden ist. Und etwas weiter findet man den norwegischen Park mit einem schönen Teich, mit umfangreichem Baumbestand und einem prächtigen Panorama auf das ganze Riesengebirge. Das Hirschberger Tal mit seinen außergewöhnlichen kulturellen, landwirtschaftlichen und naturwissenschaftlichen Vorzügen bildet eine Seltenheit landes- und europaweit. Über seinen außergewöhnlichen multikulturellen Charakter zeugen zahlreiche und hervorragende Architekturdenkmäler, darin auch historische Hof- und Schlosskomplexe. Das Gesamtbild wird ergänzt durch die unvergessliche Landschaft, Wälder, Teiche und Wiesen sowie auch große Parks, die zusammen atemberaubende architektonisch-landwirtschaftliche Komplexe bilden. Um den Touristen diese wertvollen historischen Perlen der Baukunst dieser Region näher zu bringen, hat man den Wanderweg des Tals der Schlösser und Gärten im Hirschberger Tal geschaffen. Darauf befinden sich ungefähr 30 Gebäude, von mittelalterlichen Wohntürmen bis hin zu Schloss- und Gartenkomplexen. Davon sind 11 auf die Liste der historischen Denkmäler des Präsidenten von Republik Polen eingetragen. Darin die allerschönsten Schlösser in Lomnitz, Schildau und Paulinum in Hirschberg. In der Stadt nehmen ihren Anfang malerische Wanderwege und interessante Fahrradwege. Die Differenzierung des Geländes verursacht, dass Hirschberg ein sehr attraktiver Platz für alle Touristen und Amateure der aktiven Erholung ist. Dank der Lage mitten im Gebirge und dank günstigen Wetterbedingungen kann man in Hirschberg und in der Umgebung Bergklettern, Luftsport und Gleitschirmfliegen treiben. Die in Europa bekannte Riesengebirgswelle zieht Piloten der Segelflugzeuge aus dem In- und Ausland an. Die Stadt Hirschberg ist auch eine wunderbare Ausgangsbasis für Ausflüge zum benachbarten Touristenzentren im Gebirge, und zwar Krummhübel und Schreiberhau, wo man sowohl im Sommer als auch im Winter die Zeit aktiv verbringen oder sich in Ruhe erholen kann. Um sich von der Außergewöhnlichkeit der Stadt Hirschberg zu überzeugen, muss man ganz einfach hier kommen und dann bleibt die Schönheit der Stadt, des Hirschberger Tales und des Riesengebirges in ihrer Erinnerung für lange Zeit. Nichts kann schöner sein als die Lage von Hirschberg. Wunderschön errichtete Stadt mit vielen prachtvollen Gebäuden in einem Tal, von allen Seiten umgeben mit Hügeln, mit einer wunderschönen Sicht auf das Riesengebirge. John Quincy Adams.